Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Diesmal mit einer wahren Begebenheit aus meinem langen Verkäuferinnenleben. Und zwar vor kurzem erst passiert. Kurz vor Feierabend stürzt ein Papa mit seinem Spross in mein Geschäft und sagt, ich brauche Schuhe, die Schuhe sind kaputt, die Schuhe, die halten nicht mehr. Es muss was Preisgünstiges sein. Der Junge macht immer alles kaputt und nichts überlebt lange bei ihm. Stehst ja erstmal da dann als Kinderschuhtante, überlegst, ratter, 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 ratter. Ich sage, ja, dann wäre es vielleicht mal angebracht, Schuhe ausziehen und so weiter. Schuhe ausgezogen. Und ich, wie gesagt, ich nehme jetzt mal hier nur ein Modellschuh an. Ja? Also, der Junge zieht den Schuh aus und es kommt ein Fuß heraus. Hast du nicht gesehen von Länge und Breite? So, dann habe ich gesagt, okay, ich sage, es ist alles kein Problem. Ich muss aber sagen, das, was der junge Mann bis jetzt getragen hat, kann auch nicht passen. Weil die Schuhe, die er anhatte, die sind viel zu klein und viel zu schmal gewesen für diesen Fuß. Ja, sagte er, er weiß das, aber die anderen Schuhe, um die es ja eigentlich ging, die stehen zu Hause, die sind richtig kaputt und deswegen mussten andere Schuhe noch schnell her. So, aber es darf, wie gesagt, nicht allzu viel kosten, weil die Füße wachsen so schnell. Ich sage, dann machen wir eins, wir messen jetzt mal die Füße aus und dann zeige ich Ihnen die neue Größe. Ich stelle schon mal so ein paar Schuhe hin. Was macht der Papa? Nimmt den getragenen Schuh, nimmt den neuen Schuh und hält die Sohlen aneinander. Und Fazit seines Nichtwissens ist, na, die sind doch viel zu groß. Was stellen Sie mir denn hier her? Da habe ich gesagt, lieber Papa, schon mal was von Fußwachstum gehört? Schon mal was davon gehört, dass der Schuh immer größer sein muss als der Fuß, der drinne steckt? Ja, aber das geht doch gar nicht hier. Ich sage, wir reden von dem Schuh, der ohnehin viel zu klein ist. Ich sage, Sie müssen doch dem Fuß ein bisschen Spielraum einräumen, damit das überhaupt was wird und dann auch mal noch über ein paar Monate hin, so wie Sie es ja eigentlich gerne wünschen. Wenn Sie Ihrem Kind permanent so kleine Schuhe anziehen, dann wird das doch hinten und vorne nichts. So, jedenfalls, wir sind noch nicht mal richtig zur Anprobe gekommen, weil der Papa der Meinung war, das, was ich ihm alles rausgesucht habe, stimmt ja alles gar nicht. Und demzufolge wurde es rigoros abgelehnt. Für mich, muss ich natürlich sagen, ist es sowieso dann immer schwierig, auf solche leicht frustrierten Kandidaten zu reagieren, wenn, wie sagt man, so eine gewisse Informationsbarriere besteht und sie überhaupt nicht, ich sage mit Argumenten einer Kinderschuhtante sozusagen arbeiten oder umgehen können. Ja? Ich denke auch mal, das ist das leidige Problem vieler Eltern beim Schuhkauf. Es wird nur das gekauft, was schön ist, was vielleicht auch der Spross oder die kleine Prinzessin gerne möchte. Und es wird viel weniger darauf geachtet, was braucht der Fuß? Was hat der Fuß für Bedürfnisse? Ignorieren wir das total, bloß weil es da unten am Körperende ist? Das ist doch Nonsens. Ich sage, die Füße sind Körperorgane, die wollen leben, sie wollen uns tragen, dafür sind sie da. Aber wir wollen möglichst wenig dafür tun und schunden und knechten und sperren im Grunde genommen die Füße ein und wundern uns dann, wenn es dann irgendwann mal Jahre später richtig knallt und der Fuß sozusagen seine Dienste verwehrt. So, aber das war jetzt, ich sage mal, im Grunde genommen das beste Beispiel davor. Das ist eigentlich so mit dem üblichen, ich kaufe das jetzt mal schnell, das geht jetzt einfach mal, das geht nicht. Im Grunde genommen wären nämlich auch die ausgesuchten Modelle gar nicht richtig für ihn, weil der junge Mann hatte so breite Füße, das war ein Kandidat für unsere Barfußschuhe. Alles andere hätte den Kinderfuß zusammengequetscht. So, und dann kann ich mir dann, ich sag mal, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wenn dann doch immer noch gesagt wird, ja, brauche ich noch Bedenkzeit. Ja, die Schuhe kosten eben halt mehr als 60 Euro beim Discounter, gebe ich auch ganz ehrlich und offen zu. Aber ich muss sagen, unsere Reklamationsquote und die der Discounter, die unterscheiden sich wirklich erheblich. Und ich würde mal fast sagen oder ganz kühn behaupten, wenn der Herr Deichmann wüsste, wie wenig Schuhe bei uns reklamiert werden würden oder werden, ich glaube, der hätte schlaflose Nächte. Aber das ist meine Meinung. So, und deswegen bin ich auch der Meinung, das solltet ihr wissen.
ganz einfach. Auch wir haben es nicht immer nur mit beratungssuchenden Eltern zu tun, sondern einfach nur fordernden, schnell, schnell, preiswert, günstig und so weiter und so fort. Natürlich versuchen wir auch da irgendwo auf einen Nenner zu kommen. Wer sich aber gänzlich, ich sag mal, den Argumenten verschließt, einen Modellwechsel durchzuführen, weil es einfach für den Kinderfuß gesünder ist, dann soll er doch meinetwegen wieder zum Discounter gehen. Tut mir leid, ist leider so, aber das sind nur halt mal die Zeichen der Zeit. Jeder versucht zu sparen, was wir auch irgendwo einsehen, aber bitte nicht sparen auf Kosten unserer Füße. Besten Dank.